Moin meine lieben Pokémon-Freunde, mein Name ist Yves, herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr Rotom bekommen könnt. Das mysteriöse Pokémon, was vielleicht vielen noch fehlt. Ich zeige euch, wie ihr Rotom bekommen könnt. Dann zeige ich euch noch, wie ihr die Form wechseln könnt. Und ich würde sagen, let's go. Erstmal kommen wir zur Vorbereitung. Das erste, was ihr machen müsst, ihr müsst Champ geworden sein. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall Cynthia besiegt haben. Und es muss Nacht bei euch sein, ja? Es muss Nacht bei euch sein. Am meisten oder am besten ist es, wenn ihr die Uhr vorstellt oder vielleicht zurückstellt. Bitte macht kein Timeskip, also kein Tagesskip oder so. Ihr könnt die Uhr vorstellen. Rotom ist nämlich in der Zeit fangbar von 20 bis 4 Uhr nachts. Also von 20 Uhr bis 4 Uhr nachts oder bis 4 Uhr morgens, wie man es jetzt nehmen will. Das heißt, wir skippen die Zeit auf diese Zeitspanne. Irgendwie so ab 8 Uhr oder 9 Uhr stellt ihr um und dann könnt ihr Rotom in der alten Villa finden. Das ist nämlich direkt hier im Ewigen Wald. Wir gehen hier direkt rein und sehen direkt, wenn wir Zerschneider einsetzen, direkt den Ewigen Wald. Und beziehungsweise direkt die Villa und dann können wir hochlaufen und sind dann schon in der Villa drin. In der Villa an sich kann man halt Rotom bekommen. Rotom spawnt, aber man muss dazu sagen, aus so einem Art Fernseher, so einem alten, früheren Fernseher, total funny eigentlich und total witzig. Und aus diesem Fernseher spawnt halt Rotom. Das heißt, wir begeben uns ins Obergeschoss und dann seht ihr hier mehrere Räume. Bevor ihr alle abgrast, das richtige oder der richtige Raum ist der zweite Raum von links. Also beziehungsweise der linke Raum, wenn wir direkt reinlaufen. Da ist auch ein einziger Fernseher drin, nirgends anders ist ein Fernseher. Deswegen können wir auch so rein. Dann können wir den Fernseher ansprechen, wenn wir die gewisse Uhrzeit haben. Das heißt, ihr müsst wirklich auf diese Uhrzeit achten. Ansonsten funktioniert das wirklich letztlich nicht. Bitte beachtet das. Es funktioniert dann wirklich nicht. Also ihr könnt Rotom nicht fangen, wenn es irgendwie 3 Uhr nachmittags ist oder 10 Uhr morgens. Es muss zwischen 20 Uhr und 24 oder es muss zwischen 20 Uhr und 4 Uhr nachts sein. So, dann ist es so, dass wir Rotom fangen können. Wenn ihr das schon verpasst habt mit Rotom oder so, oder ihr sagt, oh Gott, ich habe nur eins. Ja, Rotom kann man nur einmal bekommen, aber ihr könnt es nachzüchten. Dafür braucht ihr auf jeden Fall ein Ditto und dann könnt ihr Rotom nachzüchten. Auch wenn Ditto, beziehungsweise wenn Ditto keinen Typen hat und auch Rotom keinen Typen hat, kann man es trotzdem nachzüchten. Das ist also nicht das Problem. Also habt keine Angst, ihr könnt das auf jeden Fall nachzüchten, wenn es nicht nach den Werten ist oder ihr es sogar in Shiny haben wollt. Überhaupt kein Problem. Wir fangen das jetzt im Einmal und dann kann man Rotom noch oder man kann mit Rotom noch die Formen wechseln. Und das ist auch ganz witzig. Da gibt es nämlich verschiedene Formen. Die sind damals mit Platin eingeführt worden. Man muss dazu sagen, wirklich mit Platin, also mit der Zusatzedition. Aber an dieser Stelle möchte ich auch erwähnt haben, den Typen, also den richtigen Typen für diese Geräte, beziehungsweise zu den einzelnen Formen, die Rotom bekommen hat, die sind erst mit der 5. Generation eingeführt worden. Das heißt, Rotom an sich hat damals schon im Prinzip eine neue Form bekommen in Platin. Aber die jeweiligen Typen hat es dann erst in der 5. Generation bekommen. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal. Wir haben nämlich jetzt so einen Geheimschlüssel bekommen. Mit diesem Geheimschlüssel begeben wir uns einmal wieder zurück zu Ewigenau. Und da gibt es ein Einkaufszentrum oder ein Riesenwolkenkratzer, wie man es jetzt nennen will. Ein Riesenzentrum auf jeden Fall. Dafür brauchen wir auch Zerschneider. Deswegen ist es wichtig, dass wir das auf jeden Fall schon freigespielt haben. Aber wenn ihr eigentlich die Story durchgespielt habt, habt ihr dieses, ich sag mal, DVM definitiv schon bekommen. So, wir begeben uns jetzt zurück zu Ewigenwald oder beziehungsweise zu Ewigenau und begeben uns aus dem Ewigenwald heraus und gehen dann im einmal nach oben und da ist ja dieser Riesen oder dieses Riesen Einkaufscenter beziehungsweise das Galactic-Gebäude und das oder da können wir auch Rotom im Prinzip in die anderen Formen bringen. Man muss dazu aber sagen, ihr müsst hier nicht später jedes Mal her, um Rotoms Formel zu ändern. Nein, das braucht ihr nicht. Rotom hat nämlich den Vorteil, dass ihr das später auch über eurem Pokécatch machen könnt. So, wir geben uns hier hinten in die Ecke in den Raum und drücken hier einmal, du setzt den Geheimschlüssel ein. Und siehe da, auf einmal ist ein neuer Raum entstanden. Und hier könnt ihr nämlich alle Geräte finden, in die ihr Rotom reinpacken könnt. Also, hier haben wir die Mikrowellenform, die Ventilatorform, die Kühlschrankform, Waschmaschinenform und den Rasenmäher. Wow, Rasenmäher, wow. Auf jeden Fall können wir somit alle Formen einmal benutzen. Hier an der Seite haben wir noch so ein Buch, eine Art, muss man sich vorstellen, Bedienungsanleitung ist nicht so wichtig, ist ein Fun-Fact, also ist ein bisschen drauf angelehnt, wie das früher war, muss man nicht unbedingt, kann man sich durchlesen, ist ein bisschen wie früher halt, so diese Anspielung von damals, ist schon ganz cool gemacht. So, wir begeben jetzt uns, oder wir machen jetzt das Erste, was wir machen, wir holen uns Rotom wieder ins Team und packen im Endeffekt Rotom einmal in jede Form, weil wir wollen ja nicht, ich sag mal, jedes Mal hier extra hergehen und Rotom wirklich, wirklich jedes Mal extra switchen. Darauf haben wir ja keinen Bock. Also, was machen wir? Richtig, wir machen uns einmal oder drücken auf die Mikrowelle und möchten Rotom in die Mikrowelle klettern lassen. Jedes Mal, wenn Rotom in so eine Art Gerät reingeht, erlernt Rotom auch eine neue Attacke. Ja, das wäre hier zum Beispiel Hitzekoller
Und die lernen wir Rotom auch. So, das heißt, Rotom hat jetzt Hitzekoller erlernt. Das wird bei jedem Gerät gewechselt. Das heißt, Hitzekoller wäre für Typ Feuer wichtig. Und da haben wir den Rotom-Katalog erhalten. Du verstaust den Rotom-Katalog in der Basistasche. So, wir reden jetzt auch eben mit Professor Eibe. Oh, wie schön, dich zu treffen. Und wir reden noch eben kurz. Er sagt dann auch, es ist super toll, dass du hier bist. Er kennt die interessanten Gerüchte über das Pokémon. Und wir haben im Prinzip jetzt dieses Katalog oder den Katalog bekommen. Und damit können wir jetzt mit Rotom nachher im Katalog alle Geräte hin und her switchen. Aber wir müssen vorher einmal bitte überall rein, sonst funktioniert das nicht. Das heißt, wir gehen einmal hier in den Elektro- bzw. in den Ventilator rein und lassen Rotom da reinklettern. Und dann gehen wir hier rein, klettern, nehmen das auch hier mit und nehmen das auch in die Frostform mit. Und dann fügen wir alle Geräte einmal ein und können Rotom jederzeit durch den Rotom-Katalog in jedes Gerät switchen lassen. Das heißt, wir brauchen dann auch gar nicht mehr, also wirklich gar nicht mehr, ich betone wirklich gar nicht mehr, hier wieder zurück und können dann über das Basis-Item, was wir dann neu bekommen haben jetzt, einmal der Rotom-Katalog einsetzen und Rotom die Form switchen lassen in die Waschmaschinenform. Und das können wir direkt aus dem Hauptmenü und das jederzeit. Das heißt, ihr könntet auch währenddessen immer mal wieder umswitchen. Das heißt, ihr seid vielleicht in der Liga und habt Panik. Okay, was kann ich machen? Brauch was Gutes. Richtig, dann packen wir einmal hier die Kühlschrankform raus und können das permanent switchen. Die Signature-Attacke wie Hydro-Pumpe, Blizzard, Hitzekoller und sowas, die verlernt Rotom automatisch oder lernt es dann automatisch und die andere Attacke verlernt es. Das heißt, behaltet nicht Hitzekoller oder Hydro-Pumpe, wenn ihr die Form wechselt. Wenn ihr in den jeweiligen Typen geht, lernt Rotom auch die jeweilige Spezialattacke dazu. Das heißt, ihr verlernt die alte und kriegt die neue dazu. Ja, Leute, das ist Rotom. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Viel Spaß mit Rotom. Schreibt mir mal, ob ihr das vielleicht schon in Shiny habt oder vielleicht sogar resettet habt. Würde mich interessieren. Ich bedanke mich. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Tschüss.